Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und heute ist es soweit, Mittwoch ist Coin Day. Jawohl, wir haben es geschafft, wieder eine Woche überstanden. Und heute geht es natürlich um euren Wunschcoin der letzten Woche. Wir schauen gerne nochmal kurz bei Twitter rein und gucken mal, wofür ihr euch beim letzten Mal entschieden habt. Ihr seht also, der Kanal oder der Account von Twitter läuft immer besser. Wir haben jetzt schon 228 Follower. Vielen Dank dafür. Ich halte euch stets auf dem Laufenden. So zum Beispiel auch gestern, kurz und knapp ging es da um den Bitcoin Gold. Ich habe gelesen, dass es sehr, sehr viele Indizien dafür gibt, dass dieser Bitcoin Gold nicht ganz koscher ist, dass da eventuell sogar ein Scam im Spiel ist, und es gibt da viele Belege. Schaut gerne mal dazu rein. Ich möchte jetzt kein Verschwörungstheoretiker hier sein, aber es wäre schon ein bisschen blöd, wenn ich davor ab irgendwelche Infos hatte und euch die nicht zukommen lassen habe. Lest euch gerne selber rein, macht euch euer eigenes Urteil. Ihr müsst lediglich dazu Twitter installieren. Auch für mich war das am Anfang eine kleine Hürde, die ich gehen musste. Aber ich bin ehrlich, es gibt hier sehr, sehr viele spannende Kanäle. Nicht nur mein, wobei der ist natürlich der allerspannendste. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere spannende Kanäle über die Kryptos und so weiter. Ständig irgendwelche News, auch von Monaco oder so. Ständig irgendwelche neuen Updates. Und da könnt ihr euch gerne mal reinlesen. Ja, ansonsten gehen wir mal auf die aktuelle Umfrage. Da sehen wir, aktuell steht vorne der Coin NEM. Also ich habe euch gefragt, was sich am 18. Oktober verfilmen soll, also heute in einer Woche. Ihr habt euch bislang für NEM entschieden. Mal sehen, was der Rest von euch sagt. Wir haben 78 Votes, gebt Gas. Bis Freitag oder spätestens bis zum Wochenreport sollte auf jeden Fall die Abstimmung soweit stehen. Und beim Wochenreport werde ich euch dann auch erzählen, worum es denn eben im nächsten oder beim nächsten Coin Day geht. Okay, ja, jetzt aber wie versprochen der Anfang. So, hier, beim letzten Mal ziemlich eindeutig gewonnen und deshalb heute auch zu Recht der Titelträger des heutigen Videos, Ripple XRP. Und heute geht es darum, was ist Ripple, beziehungsweise wie funktioniert es, und ich freue mich schon darauf. Ja, wer weiß wer mich kennt, weiß, ich bin großer Ripple-Sympathisant. Warum, werde ich euch auch gleich erklären. Aber heute die Frage, was ist und wie funktioniert Ripple beziehungsweise XRP? Ich werde auch gleich Licht ins Dunkel bringen, wenn ihr euch fragt, warum sagen die einen Ripple, warum sagen die anderen XRP, was ist denn nun richtig? Wir gucken es uns jetzt einfach mal an. Und zwar lasst uns mit den Key Facts starten, und ich mache wie immer alles auf, damit ihr gerne auf Pause drücken könnt und das Ganze eben in Ruhe nachlesen könnt, wenn es euch zu schnell geht. Kurz und knapp, der Gründer von Ripple ist nicht so richtig bekannt. Als der Ideengeber von Ripple gilt Ryan Fugger, und umgesetzt hat das Ganze dann eine Firma, die sich Ripple Labs nennt. Aktuell ist der CEO von Ripple Labs Brad Garlinghouse. Er hält sich relativ bedeckt. Ich finde nicht viele Informationen über ihn, auch nicht viel über seine Vita. Er scheint auf jeden Fall sehr renommiert zu sein und einen großen Respekt zu bekommen von den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, vor allem auch mit großen Bankenchefs, mit denen er zusammenarbeitet. Und von daher glaube ich, dass er vielleicht der geeignete Mann ist. Wenn ihr mehr über ihn wisst und ein bisschen Pro und Contra über ihn habt, sehr, sehr gerne her damit. Ich lese mich da unheimlich gern rein. Aber ich konnte, wie gesagt, bis auf den Namen und seine aktuelle Position nicht viel über ihn herausfinden. Ja, an sich gilt Ripple als der Bitcoin der Banken. Warum, das erkläre ich euch gleich. Und kurz und knapp, es basiert auf einem sogenannten Open-Source-Protokoll. Heißt eigentlich, im Prinzip hat Ripple eine eigene Blockchain. So, und jetzt einmal kurz zu den Begrifflichkeiten. Ripple oder Ripple Labs ist die Firma, und Ripple ist das Zahlungsnetzwerk. Und dieses Zahlungsnetzwerk ist zum Beispiel dafür da, dass man Fiat-Währungen, also Euro, Dollar und so weiter hin und her handeln kann, aber eben vor allem auch, um die interne, die hauseigene Währung quasi zu nutzen. Und diese hauseigene Währung ist die sogenannte oder nennt sich XRP. XRP ist das interne die interne Kryptowährung des Zahlungsnetzwerks, und Ripple ist quasi eine riesige Datenbank für Banken oder insbesondere für Banken. Natürlich auch können wir als Privatmenschen das Ganze nutzen, aber eigentlich für Banken. Und kurz und knapp kann man sagen, Ripple ist eine Art Datenbank, in der man lesen kann, welche Bank wem wie viel schuldet. Und dieses riesengroße Datennetzwerk oder diese riesengroße Anzahl an Daten ist sehr wichtig, um Banken schnell und einfach zu ermöglichen, Schulden zu erkennen, Schulden zu tilgen und so weiter. Aktuell ist Ripple auf Platz 3 und das schon sehr lange mit über 10 Milliarden Dollar Marktkapital. Und wir haben eigentlich schon in den letzten 2 bis 3 Wochen gemerkt, dass Ripple gerade extrem im Kommen ist. Also vielleicht nicht ganz verkehrt, dass wir gerade heute über Ripple sprechen. Denn ich möchte vor allem zum Ende des Videos hin auch mal auf eine sehr, sehr große Veranstaltung eingehen, die vermutlich einer der Gründe ist, warum Ripple in den letzten Tagen so extrem in die Höhe geschossen ist.
Und dazu am Ende zum Video oder zum Ende des Videos mehr. Der aktuelle Umlauf an Ripple sind 38 Milliarden Ripple. Das ist verdammt viel im Verhältnis zu Bitcoin mit 21 Millionen, die insgesamt angedacht sind. Das ist einfach der Hintergrund, dass Ripple eben für sehr, sehr viele Transaktionen gebraucht wird und es dafür darum geht, dass man sehr, sehr viel transferieren kann und dafür eine große Anzahl braucht. Ja, das ist, später sehen wir uns auch mal die Geschwindigkeiten an und die Skalierbarkeit, und das ist einer der wesentlichen Vorteile von Ripple. Allerdings muss man sagen, Ripple ist im Verhältnis zu allen anderen Kryptowährungen eigentlich keine wirkliche dezentrale Kryptowährung. Es ist zwar kryptografisch geschrieben und auch das Protokoll ist kryptografisch verschlüsselt und hat auch seine kryptografischen Vorteile, allerdings ist Ripple zentral gesteuert. Das bedeutet, Ripple Labs, also die Firma, die hinter Ripple steht, ist eigentlich auch der Eigentümer und kann theoretisch auch beeinflussen, was mit Ripple und XRP passiert. Das tun sie vor allem dadurch, dass sie aktuell zwar 38 Milliarden an XRP ausgegeben haben, es aber insgesamt knapp 100 Milliarden gibt. Und das wiederum bedeutet, dass sie über 61 Milliarden der aktuellen XRP, die verfügbar sind, oder 61 Milliarden XRP aktuell selbst verwalten. Und dadurch haben sie schon mal über 60% des gesamten Marktes in der Hand und sind dementsprechend natürlich in der Lage, den Preis, wenn sie wollen, schnell zu verändern. Sie könnten schnell Ripple nachschießen auf den Markt, dadurch würden sie das Angebot erhöhen. Und damit haben sie gewisse Kontrollen, die eben bei dezentralen Währungen wie Bitcoin und Co. nicht möglich sind. Das wiederum ist auch der Grund, warum Ripple extrem polarisiert. Sehr, sehr viele Menschen, gerade die, die sich für das dezentrale System einfach entschieden haben und gesagt haben, hey, das ist die Zukunft, das ist fair, genau für diese Menschen ist natürlich Ripple ein unglaublicher Dorn im Auge, weil man sucht eine zentrale Währung, die nur vorgibt, dezentral zu sein, in den Top 3. Habe ich vollstes Verständnis. Auf der anderen Seite sind wir in der Regel alle natürlich irgendwo auch ein Stück weit Investoren und auch Menschen, die vielleicht ihr Geld mehren wollen und einfach vielleicht nicht nur von den Wünschen ausgehen sollten, sondern vielleicht auch mal von der Realität ausgehen sollten. Und da ist es nun mal so, dass die Banken einen wesentlichen Faktor auf unserer Welt spielen. Und wenn die Banken einen Coin haben, den sie nutzen, hat der generell langfristig betrachtet vermutlich gutes Potenzial zu wachsen. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich schon immer von Ripple spreche und Ripple irgendwie persönlich so ein bisschen sympathisiere. Also ich bin so ein bisschen Fan von Ripple. Ja, das mag ideologisch schlecht sein, das ist aber vielleicht auf der wirtschaftlichen Seite vielleicht nicht ganz verkehrt, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Okay, das zu den Key Facts. Jetzt nochmal kurz, leider Gottes, zu den technischen Daten. Ich mache es auch ganz kurz. Ich weiß, das ist nicht so das Ding von jedermann. Wichtig für euch aber, es gibt bei Ripple, durch was das Thema Skalierbarkeit angeht, also wie viel Transaktionen schaffe ich eigentlich mit Ripple, schafft man unglaubliche, das ist wirklich unfassbar, 1500 Transaktionen pro Sekunde. Damit ihr ein Gefühl bekommt, der Bitcoin schafft im Verhältnis ca. 3 durch Segwit, also durch die Erhöhung des Blocks, bis zu 6 Transaktionen pro Sekunde. Und Ripple ist dadurch in der Lage, ähnlich wie Visa Card, also wie der große Kreditkartengeber, extrem viele Transaktionen pro Sekunde durchführen zu können und zu bewältigen. Und das ist schon enorm, denn wenn wir mal darüber nachdenken, dass die Kryptowährungen immer massentauglicher werden sollen und auch vielleicht Banken immer mehr Transaktionen verwalten sollen, ist es nicht ganz unwichtig, dass das Ganze sehr schnell geht. Und bei Bitcoin habt ihr selber vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr euch von einem aufs andere Wallet ein Bitcoin schickt, dauert das teilweise bis zu einer Stunde, manchmal sogar noch länger, bis der Bitcoin endlich bestätigt wurde, die Confirmations durch sind. Und das ist teilweise ziemlich lästig, gerade wenn es vielleicht um Tagesgeschäfte geht, wo man schnell Geld von A nach B schieben muss oder schieben will, da ist der Bitcoin teilweise gar nicht mehr die richtige Lösung. So, und damit ihr mal ein Gefühl bekommt, wie schnell das Ganze geht, seht ihr mal, bei einem Bitcoin haben wir ungefähr eine Stunde, die er braucht, um bestätigt zu werden, also von A nach B zu kommen, damit B dann wirklich auch damit arbeiten kann. Und Ripple braucht in der Regel 3,5 bis 4 Sekunden. Also wenn wir jetzt eine Transaktion durchführen, während ich diesen Satz hier gerade beende, ist die Transaktion bereits bei euch auf dem Wallet eingetroffen und muss in der Regel nur noch kurz bestätigt werden. Das geht viel, viel schneller als bei allen anderen Währungen. Und das ist meiner Meinung nach aktuell natürlich noch nicht so wichtig. Auf mittelfristige Sicht, wenn immer mehr Menschen so etwas nutzen sollen und es massentauglich werden soll, unverzichtbar. Und das ist auch der Grund, warum es beim Bitcoin immer wieder diese Skalierungsdebatten gibt, immer wieder Diskussionen darüber gibt, wie lange es noch dauert, bis endlich die Blöcke vergrößert werden. Denn das wird auf lange Sicht eben dazu führen, dass die Menschen Bitcoin vermutlich zwar als Mutter aller Kryptowährungen ansehen werden, im alltäglichen Gebrauch aber Schwierigkeiten bekommen würden. Und das ist ein weiterer Grund, warum Ripple meiner Meinung nach sehr, sehr innovativ ist und viele Vorteile hat. Und ganz besonders natürlich im Vergleich zu den aktuellen Transaktionen, die wir kennen, unabhängig von Kryptowährungen. Wenn ihr heute zum Beispiel Geld von hier nach China schicken wollt, dann braucht der gegenüber etwa 3 bis 5 Tage, bis das bekommt, das Geld.
Ja, okay, das also dazu. Und bei dieser Gelegenheit gehe ich jetzt auch mal mit euch direkt auf die Homepage von Ripple. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Wir schauen uns einmal kurz an, wo so die Stärken von Ripple liegen, deren Vorteile. Danach gehen wir mal ein bisschen genauer auf XRP ein. Und zu guter Letzt möchte ich mit euch diese angekündigte große Veranstaltung thematisieren und was das für Folgen auf den Kurs haben könnte. Okay, zum einen ist es so, Ripple ist extrem schnell, haben wir festgestellt. Und zum anderen ist es so, dass Ripple der Coin der Banken ist. Deshalb ist auch der Großteil der Kunden, die Ripple hat, Banken. Hier seht ihr mal einen Auszug von Banken, die bereits jetzt schon dabei sind. Es sind teilweise Banken, die ihr vielleicht kennt, Santander Bank, UniCredit oder auch Standard Chartered. Es gibt viele Banken, die dabei sind, auch türkische Banken, hier die Akbank oder SEB. Und ich glaube, das hier ist nur der Anfang von dem Kapitel Ripple. Ich glaube, es werden noch viele, viele Seiten folgen, wo sich noch Banken anschließen werden. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich gerne nachlesen. Ich verlinke euch wie immer den Link zur Homepage. Allerdings ist der komplett auf Englisch, der Inhalt. Von daher, viele Teile werdet ihr sicherlich so deuten können. Aber falls euer Englisch nicht ganz so gut ist, schreibt gerne, wenn ihr was nicht versteht, dann helfe ich euch dabei. Zu XRP, seht ihr mal hier, also kurz und knapp. XRP, das, was ich euch gerade gezeigt habe, sehr, sehr schnelle Transaktion, eine große Skalierbarkeit, also die Möglichkeit, sehr, sehr viele Transaktionen durchführen zu können. Und vor allem ist Ripple dadurch auch in der Lage, weltweit in wenigen Sekunden Geld von A nach B zu transferieren. Insgesamt ist Ripple dafür gedacht worden, oder XRP dafür gedacht worden, das aktuelle SWIFT-Verfahren, das ihr vielleicht von euren Banken kennt, wenn ihr etwas überweist, dann müsst ihr entweder ein BIC angeben oder ein SWIFT-Code. Und dieser SWIFT-Code sorgt dafür, dass es eine internationale ja, Transaktion werden kann oder eine internationale Überweisung. Die hat zweierlei Nachteile. Nachteil Nummer eins ist das Thema Preis. Die Transaktionen sind in der Regel sehr teuer. Ich schaue mal gerade, wo hier die Preise sind, muss ich selber mal gucken. Banken. Also die Transaktionen sind generell sehr teuer. Durch Ripple ist es möglich, das Ganze fast zu halbieren an Kosten. Hier seht ihr mal. Also wir können zum Beispiel einstellen, was für ein Wert. Wir nehmen jetzt mal meinetwegen jemand, ja, im Jahr gibt es hier Transaktionen, 1 Million Transaktionen, was das kosten würde aktuell und was es die Banken kosten würde mit Ripple. Das heißt, die Banken schaffen es nicht nur, viel, viel schneller arbeiten zu können, sondern die Banken würden es darüber hinaus auch noch schaffen, viel, viel günstiger die Transaktion durchführen zu können. Das liegt zum einen daran, dass nicht mehr so viele Banken zwischendrin sind und zum anderen daran, dass es auch viele andere technische Vorteile gibt, wie die Zeit, die man sonst verliert. Wenn ihr daran denkt, dass eine Bank meinetwegen 1 Million Euro von A nach B schiebt, dann kann die Bank in der Zwischenzeit, wo das Geld in der Schwebe ist, nichts mit dem Geld anfangen und nichts mit dem Geld erwirtschaften. Und das ist einer der Gründe, warum eben die Geschwindigkeit eine wesentliche Rolle spielt. So, ja, ansonsten ist hier sehr, sehr viel Kleinkram. Man kann hier vieles lesen. Sie haben viele Apps schon programmiert oder irgendwelche unterstützenden Programme. Das alles ist für mich jetzt nicht so ausschlaggebend für dieses Video, aber ihr könnt sehr, sehr gerne mal reinlesen. Ich finde, da sind viele spannende Dinge dabei und ihr könnt auch vieles über die Company lesen oder auch über Karriere, wenn ihr da anfangen wollt. Es ist eine sehr, sehr professionelle Seite und es wirkt schon sehr wie Banken. Also wenn ihr euch mal so Bankenseiten anschaut von der Deutschen Bank oder ähnlichem, man merkt, die sparen nicht an ihren Internetpräsenzen. Sie sind sehr bescheiden gehalten, also sehr, sehr sachlich gehalten, ohne viel Schnickschnack. Und ja, von daher ist das schon nicht ganz ohne. Das hier ist ein sehr spannender Mensch, der David Schwarz. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist nämlich der Chefkryptograf. Er ist auch in einigen Videos bei YouTube zu finden. Gebt einfach mal seinen Namen ein. Er ist etwas komisch, also man muss sich ein bisschen auf ihn einlassen. Er ist so ein typischer Kryptograf, wie ich mir den auch vorstelle. Wahrscheinlich extrem klug, aber in der Art, wie er kommuniziert, bisschen seltsam. Aber guckt es euch gerne mal an. Es ist ein sehr durchwachsenes Team. Wir haben hier ältere Leute, junge Leute. Wir haben Leute, die sehr viel technischen Background haben, aber auch Leute, die aus der Finanzdienstleistung kommen. Und von daher, was das Team betrifft, kann ich sagen, Ripple ist sehr breit aufgestellt, hat mittlerweile auch weltweit verschiedene Standorte und ist im Verhältnis zu vielen anderen Kryptowährungen schon deutlich weiter. Viele haben noch Ideen und haben gerade ein ICO gemacht und kriegen jetzt ganz viel Geld und überlegen sich jetzt, wie sie ihre Idee umsetzen. Ripple ist da schon viel, viel weiter voraus. So, das also dazu zur Technik. Ansonsten gucken wir uns jetzt noch einmal die angesprochene Veranstaltung an und das ist mit Abstand das Spannendste für mich persönlich in diesem Halbjahr. Und zwar redet Ripple schon seit vielen Monaten darüber, dass es bald ein sogenanntes Vertreffen gibt, das nennen sie Swell. Swell, the future is here.
Und hier geht es darum, dass am Montag, den 16. Oktober bis Mittwoch, also ein sehr langes Event, in Kanada, in Toronto stattfindet. Und bei diesem Event möchte Ripple darüber sprechen, warum Ripple für die Banken beispielsweise, die noch nicht bei Ripple sind, ein absolutes Must-Have ist, warum die Banken rein sollen bei Ripple. Und es werden zwei Personen dort vorsprechen, die das hauptsächlich oder die Keynote hauptsächlich präsentieren. Und das ist wirklich heftig. Zum einen haben wir hier Dr. Ben Bernanke, das ist der Vorsitzende der Federal Reserve gewesen, also der Notenbank in Amerika. Und wenn er oder wenn jemand eine Seriosität an den Tag legt, dann wohl der Notenbankchef von Amerika. Er ist der eine, der positiv oder der sachlich und positiv über Ripple sprechen wird und XRP. Und darüber hinaus ist der zweite nicht ganz so unbekannte Herr, Sir Tim Berners-Lee. Er ist niemand Geringeres als der Erfinder bzw. derjenige, der das World Wide Web auf die Welt gebracht hat. Diese beiden Menschen, brutale Stellenwerte werden dort diese Rede halten und es werden darüber hinaus andere Menschen sprechen, wie zum Beispiel bereits bestehende Kunden von Ripple und das sind auch nicht irgendwelche Menschen, sondern da wird natürlich zum einen Ripple selbst, also der CEO Brad Garlinghouse sprechen, aber auch viele andere Bankenchefs, zum Beispiel von asiatischen Banken oder aber auch von der Santander Bank aus Spanien. Es gibt verschiedene große Sprecher und alle haben nur ein gemeinsames Ziel. Ripple soll anschwellen, also Swell soll anschwellen und größer werden. Und das ist der Grund, warum, zumindest meiner Meinung nach, das ist der Grund, warum in den letzten Wochen immer mehr Leute sich wieder für Ripple interessieren und warum jetzt gerade Ripple so ein extremes High erleben kann. Das liegt einfach daran, dass hier so ein gewisser Hype-Fall durch die Gegend geht, weil die Leute natürlich denken, wow, endlich ist dieses Mega-Event, endlich ist es soweit, dass News preisgegeben werden, die vermutlich viele Banken dazu bewegen werden, auf den Zug Ripple aufzuspringen. Und das kann für uns Investoren natürlich bedeuten, dass der Kurs steigen kann und zwar in die richtige Richtung, nämlich nach oben. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis einfach mehr Marktkapitalisierung bei Ripple eingeht. Und wenn jemand finanzstark ist und wenn jemand die Möglichkeit hat, etwas zu pushen und etwas schnell groß zu machen, dann sind es, glaube ich, oder da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dann sind es die Banken und die Riesengelder, die die Banken verwalten. Und zum politischen Thema, was man nicht ganz verkennen darf, wir müssen uns Folgendes vorstellen, wenn die Kryptowährungen wirklich überhand nehmen und die Welt einfach zukünftig mehr auf Kryptowährungen vertraut, wird es einen großen Verlierer geben und das werden in der Regel die Banken sein. Denn aktuell vertrauen die Menschen ja den Banken, die Banken erheben für jeden Kleinkram Gebühren, verdienen daran viel Geld. Wenn das zukünftig alles wegfällt, weil sich alle eben über Blockchains wie Bitcoin, Blockchain oder sonstigen Coins irgendwie Abhilfe verschaffen, werden die Banken keine Gelder mehr verdienen, keine Gelder mehr einnehmen und die Gelder werden nicht mehr auf den Konten liegen bei den Banken. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und das ist vor allem auch vermutlich ein Horrorszenario, was die Zukunft betrifft. Und das ist einer der politischen Gründe, warum ich glaube, dass Ripple für die Banken eine Möglichkeit ist, in dieser Welt Fuß zu fassen und möglichst irgendwie ein Überleben zu sichern, indem man eben sagt, okay, wir haben ein dezentrales System, das eigentlich gar nicht dezentral ist, denn Ripple Labs ist quasi der Kopf von dem Ganzen und wenn wir als Banken gewisse Wünsche und Forderungen haben, müssen wir uns dann nur an Ripple Labs wenden und Ripple Labs wäre theoretisch in der Lage, unsere Ideen und unsere Wünsche umzusetzen. Und somit könnte man quasi im Sinne der Banken etwas ändern am System, die Kurse verändern. Und das ist natürlich für uns alle eigentlich nicht schön, weil das eigentlich genau dem widerspricht, was wir als Dezentralisierung im Kopf haben. Das ist wieder der Punkt Polarisierung. Die einen mögen es, die anderen nicht. Was dieses Thema angeht, bin ich natürlich auch langfristig ein bisschen zwiegespalten, ob das Ganze sich ewig durchsetzen wird. Denn der Grundgedanke ist ja der, dass wir freier handeln können, dass wir ohne irgendwelche Regularien und ohne irgendwelche Banken im Nacken unser Geschäft und unser Alltag leben können. Und naja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie ihr das Ganze seht. Und damit das Video jetzt auch mal zu einem Ende kommt, habe ich für euch natürlich noch abschließend die Zusammenfassung, weil jetzt ist ja schon wieder die Hälfte vergessen, nachdem ich so viel erzählt habe. Und zur Zusammenfassung ist Folgendes zu sagen. Ripple ist eine Zahlungsplattform, die zwar auch Fiat-Währungen unterstützt, aber größtenteils eben über die eigene Kryptowährung XRP oder die hauptsächlich nutzt. Die Besonderheit technisch gesehen ist die Skalierbarkeit und vor allem die Geschwindigkeit. Mit 1500 Transaktionen pro Sekunde und einer Mega-Geschwindigkeit von unter 4 Sekunden ist XRP Stand heute eine der schnellsten Kryptowährungen der Welt. Politisch betrachtet ist Ripple XRP eine Chance für die Banken und Geldhäuser in dieser Welt, wo es um Macht und Kontrolle geht, weiterhin auf den Zug aufspringen zu können und weiterhin eben in dem Finanzmarkt Macht zu haben und ausüben zu können.
und durch die zentrale Rolle von Ripple Labs können sie praktisch in der Theorie oder können sie theoretisch Einfluss nehmen auf XRP und somit natürlich auch in irgendeiner Form den Markt beeinflussen. Ja, dadurch, dass XRP größtenteils mit über 60% von Ripple Labs gehalten wird, ist es hier ganz klar keine dezentrale Geschichte. Es gibt hier ganz klar Entscheider und ganz klar Menschen, die den Hebel in der Hand haben. Und das ist natürlich für einige Investoren ein absolutes No-Go. Meine persönliche Meinung zu Ripple ist, man kann es sehen, wie man will. Fakt ist eins, Ripple ist da, Ripple existiert schon seit mehreren Jahren und Ripple wird vermutlich auch noch in einigen weiteren Jahren da sein. Die Banken haben großes Interesse daran, es werden von Monat zu Monat mehr Banken und als Investor sollte man sich überlegen, ob so ein Coin wie Ripple nicht vielleicht in sein Portfolio gehört, auch wenn man ihn vielleicht mit ein bisschen Bauchweh hält, weil er eben nicht die Idee verkörpert, an die wir glauben. Ja. Das, wie gesagt, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich freue mich schon auf den Wochenreport am Sonntag. Werd vorher noch ein Video einschieben. Lasst euch überraschen, worum es geht. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ansonsten seid so lieb und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Wir haben mittlerweile schon 3.100 Abonnenten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und für euer Vertrauen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich noch irgendwas verbessern kann oder euch irgendwas fehlt in den Videos. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch einen richtig, richtig geilen Abend und bis bald. Ciao!